besser, das waren 38. 38. Also 30 Kilo, okay, das andere. Ja, wir waren ungern besser, deshalb. Das war gelogen. Okay, das war ein echt abstruses Haus. Über uns hat eine unscheinbare junge, hübsche Frau gewohnt. Und dann kam ihr Freund, Glatze, Adolf auf Kur-T-Shirt. Voll Nazi. Ganz schräg. Aber der andere hat schon unterschrieben auf so einem... auf so einem Mieterbrief irgendwie so, dass sie ausziehen sollen, weil wir waren ja Störenfriede. Aber weißt du noch? Ja, ich weiß nicht. Du musst erzählen, jetzt noch bitte nicht. Das mit der Hausmeisterin. Ach so, ich glaube, das wollen wir hören. Ich dachte, die Geschichte mit der Betrunkenen, die dann... Der Tochter, das war die Hausmeisterin. Ja, die kam auch mal zu Besuch, Farin, aber die Geschichte kennst du besser. Was sollst du erzählen? Ach, ich weiß nicht mehr. So lange her. Interessiert doch hier keinen mehr. Keiner war geboren zu der Zeit. Frau Ruppert. Also, ihr müsst euch... Genau, Frau Ruppert war die Alkoholikerin, die im ersten Stock rechts wohnte. Wir wohnten im zweiten Stock links. Und sie war die Hausmeisterin. Wir waren Alkoholiker. Und Frau Ruppert mochte uns. Wir waren keine Alkoholiker. Wenn sie nicht nüchtern war. Ich kann gleich mit Frau Ruppert. Und irgendwann hat die Polizei mal nachts um zwei geklingelt. Und hat unsere Wohnung durchsucht und hat meinen Chaco gefunden und so, ach, ist das von dem Herrn Felsen, aber ich so, nee, das ist meiner. Achso, nein. Weil er war schon im Knast, lange Geschichte. Lange Geschichte. Er wollte eigentlich ein Lied spielen. Mit dem Kerl aus dem Bilderbuch, mit Haarausfall und Mundgeruch, da schwitzt immer zu. Ich finde, das ist gar nicht so wild ist, aber Kollegen nennen mich den Ältest. Ich sag das nur mit jeder Bombe. Warum gehst du jetzt bei dem Lied auf die Schultern von deinem besten Freund? Das musst du mir erklären. Also, du identifizierst dich nur mit dem Text bisher. Also schwitzen tust du schon mal, Herr Ältest. Ich fang nochmal an. Wie heißt du? Was? Steven! Wie aus dem Bilderbuch, mit vollem Haar, du Arsch und Mundgeruch. Also vielleicht mit Mundgeruch, hatte ich jetzt noch nicht. Mit Mundgeruch, bist du schwer? Nein, mein Körper beim ersten Mal sagt, geht denn ja, zum Scheiß ist er nicht auf der Bühne. Genau, so wie der Schweiß stinkt, hört man den Mundgeruch nicht mehr. Bin ich Harry aus dem Bilderbuch, mit Schwarzball und ohne Haarausfall, aber mit Mundgeruch, verschwitzt im Anzug. Ich finde, dass es gar nicht so wild ist, aber Kollegen nennen mich den Ältest. Und ich sag, das stimmt, okay. Okay, muss ich jetzt den Reim ändern? Änder den Reim. Da hängt aber viel Reim dran. Ja. Ich bin Kari aus dem Bilderboden, mit Haarausfall und Mundgeruch, verschwitzt im Toblerone. Nee, das wird mir zu anstrengend. Aber ich mach den Reim einfach ungereimt. Nee, warte mal. Ich finde, das ist gar nicht so. Nee, warte mal, nee. Ich finde ehrlich, das geht schon. Meine Kollegen rufen von Weitem schon, da kommt ja doch der Hurensohn. Aber ich finde, das ist nicht so wild ist. Da fängt der eine an, das ist ja ein Dreierreim. Deswegen, ich finde, das ist von Weitem, das geht schon. Na, da hast du zweimal schon. Da kommt ja der Hurensohn. Warte mal. Warte. Das ist... Ich finde in Wirklichkeit, das geht schon. Sonst könnte ich ja nicht bei meiner Mutter wohnen. Und meine Freunde nennen mich Hurensohn. Ich bin neu auf dieser Dating-App. Früher haben wir Frauen in Theorie aufgeschleppt. Ich bin doch kein Depp. Hab mich auf Tinder nach rechts geschoben. Ich hoffe, dass die Blase nicht mehr oben. Und hinterher will sie sich sowieso verdoben. Das erste Date in einer Bar. Ich war schon zwei Stunden vorher da, weil ich aufgeregt war. Zwei Wochen von Emotionen, auf dem Beweis zusammen wohnen. Heißt dein Mutter Sohn, auch Hurensohn. Das Heim war so wunderschön, mich zum ersten Mal live gesehen. Heute wollte es gleich gehen. Mein Profilbild ist Justin Bieber. Für diese jüngere Mädchen lieber, falls ich das anstrengt. Hey, meine inneren Werte sind korrekt. Anastasia. Anastasia. Und in der Worte immer für
so. Eins, zwei, drei. Hey! 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 Jetzt fest sie doch mal. Dass wir gut zusammenpassen. Ich werde euch nie mehr aus den Augen lassen. Euch ständig anfassen. Musstest du mir in die Eier treten? Ich wollte nur groß deine Brüste pflegen. Und vor dem Altar deiner Jungfräulichkeit beten. Anastasia. Ich bin hier, doch du bist nicht mehr da. Meine nächste Frau wird wieder auf das Bad.